So, da wären wir auch wieder. Und jetzt wollten wir erstmal mit Cassandra sprechen. Schreiben ist nicht unbedingt meine Stärke, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Versucht ihr, Varricks nächstes literarisches Meisterwerk zu übertreffen? Ich habe leider nicht sein Talent für Geschwafel. Als hätte es ein begriffsstutziges Kind geschrieben. Eines Tages werden sich die Historiker fragen, was in der Festung Adamant und im Nichts geschehen ist. Ich war nicht dort, andere hingegen schon. Ihre Berichte müssen festgehalten werden. Das ist eine ausgezeichnete Idee, Cassandra. Ja, das dachte ich auch, bis ich angefangen habe zu schreiben. Ich weiß noch immer nicht, was ich über den Geist der Göttlichen schreiben soll. Die Kirche lehrt uns, dass die Seelen der Toten das Nichts durchqueren. Also könnte sie es gewesen sein. Und dennoch... Denkt ihr wirklich, sie könnte es gewesen sein? Als ein Gespenst? Ein Gespenst, ein Überbleibsel ihrer Hoffnungen und Erinnerungen. Der Nachhall ihres Willens, Gutes zu tun. Das alles wäre möglich. Niemand kann mit Gewissheit sagen, was nach unserem Tod geschieht. Ein Geist hätte ihre Gestalt annehmen können, aber aus welchem Grund? Er hat euch geholfen, ebenso wie Justinia selbst es getan hätte. Ich glaube, es war die Göttliche. Sie hat uns ein letztes Mal geholfen. Ich hoffe, es war so. Ich will daran glauben. Als ich erfuhr, dass ihr körperlich im Nichts wart, hat mich meine Angst um euch beinahe verrückt gemacht. Das letzte Mal, als so etwas geschehen ist, haben wir die dunkle Brut erschaffen. Wir haben Korypheus erschaffen. Dieses Mal muss die Welt die Wahrheit erfahren. Es dürfen nicht noch mehr Legenden dem Strudel der Zeit zum Opfer fallen. Ach ja, immer diese Philosophie. Wir haben einen Schmied. Das ist ja mal lächerlich. Seit der alten Inquisition von Lordsucher an Lordsucher weitergegeben. Und jetzt ist es mir zugefallen. Das ist offenbar eine Menge nicht sonderlich aufregender Lesestoff. Im Gegenteil. Es ist ein großes Vergnügen. Ich bin absolut fasziniert. Oh, das war ein Witz. Wisst ihr, was das Ritual der Besänftigung ist? Es ist das letzte Mittel, das bei Magiern im Zirkel angewandt wird. Es macht sie unfähig zu zaubern, nimmt ihnen aber auch jegliche Träume und Gefühle. Es sollte nur bei jenen zur Anwendung kommen, die ihre Fähigkeiten nicht kontrollieren können. Nur leider war das nicht immer der Fall. Steht in dem Buch, dass es auch zu anderen Zwecken eingesetzt wurde? Nein. Als Sucherin habe ich derartige Übergriffe untersucht. Es gab Magier, die zur Bestrafung zu Besänftigten gemacht wurden. Was den Magieraufstand letztendlich ausgelöst hat, war die Entdeckung, dass das Ritual der Besänftigung rückgängig gemacht werden kann. Der damalige Lordsucher hat es vertuscht, auf unerbittliche Weise. Es gab Tote. Es war ein gefährliches Wissen, und der Schock über diese Entdeckung in Verbindung mit dem, was in Kirkwall geschah. Offenbar wussten wir aber schon immer, wie man das Ritual rückgängig macht. Von Anfang an. Wieso sollte man dieses Wissen geheim halten? Wir haben das Ritual der Besänftigung erschaffen. Um eine Sucherin zu werden, habe ich Monate der Wacht auf mich genommen und mich von jeglichen Gefühlen befreit. Ohne es zu wissen, wurde ich zu einer Besänftigten gemacht. Dann wurde durch die Wacht ein Geist des Glaubens beschworen, der meine Seele berührte.
Das durchbrach die Besänftigung und bescherte mir meine Fähigkeiten. Die Sucher haben dieses Geheimnis mit niemandem geteilt. Weder mit mir noch mit der Kirche. Noch nicht einmal mit... Und das ist noch nicht alles. Lucius hatte nicht Unrecht, was den Orden betrifft. Ich wollte die Sucher wieder aufbauen, wenn wir erst gesiegt haben. Doch jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob sie es überhaupt verdienen. Ihr sagtet, das sei noch nicht alles, was in dem Buch steht. Es gibt einen Punkt, an dem sich Macht verselbstständigt. Man opfert seine Ideale zugunsten der Zweckmäßigkeit und redet sich ein, dass alles sei notwendig. Zum Wohle aller. Wird dasselbe auch uns geschehen, Inquisitor? Werden wir die Geschichte wiederholen? Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen, Cassandra. Aber wir kennen die Vergangenheit. Und jene, die nicht aus der Geschichte lernen, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen. Ich glaube, ich habe euch noch nie zuvor derart erschüttert gesehen. Ich denke nicht, dass die Sucher das Werk des Erbauers getan haben. Nicht wirklich. Mag sein, dass wir es einst geglaubt haben. Die ursprüngliche Inquisition wurde in einer schrecklichen Zeit ins Leben gerufen. Heute jedoch. Wir haben Geheimnisse gehütet und sie faulen lassen. Wir haben gehandelt, um zu überleben und nicht, um zu dienen. Das ist nicht das Werk des Erbauers. Falls ihr die Suche aber doch wieder aufbauen würdet, wie würdet ihr es machen? Ich kann nicht die Einzige sein, die übrig ist. Wir waren schon immer in alle Winde verstreut, also könnten noch einige andere dort draußen sein. Ich würde sie aufspüren, einen nach dem anderen. Und wir alle würden dieses Buch lesen. Es gäbe keine Geheimnisse mehr. Und dann würden wir gemeinsam neue Richtlinien aufstellen, sodass wir wirklich dem Werk des Erbauers dienen können. Das sagt ihr ständig, aber was genau ist das Werk des Erbauers? Das lässt sich unmöglich mit Gewissheit sagen. Und genau deshalb müssen wir herausfinden, was die Wahrheit ist. Vielleicht sind wir ja von unserem Weg abgekommen, weil wir aufgehört haben, nach ihr zu suchen. Diese Entscheidung liegt nicht bei mir, Cassandra. Ich danke euch. Allein hätte ich es niemals geschafft. Ah, natürlich. Es gibt einen Weg, also besänftigte Magier zurück, wieder normal zu machen, sage ich jetzt einfach mal so. Einfach gesagt und ausgedrückt. Oh mein Gott, was ist denn da los? Ein gutes Buch? Oh, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Ich bin ja auch urplötzlich blind geworden. Ach das sind nur Berichte von Kommandant Cullen. Ihr seid eine brillante Lügnerin. Ich bin mir sicher, es ist nichts, was euch interessieren würde. Es ist ein Buch. Das sehe ich selbst. Es ist eine von Varricks Geschichten. Schwerter und Schilde. Das neueste Kapitel. Das neueste Kapitel? Heißt das, ihr habt sie alle gelesen? Nicht, seit das alles hier begonnen hat. Wir waren beschäftigt. Das ist übrigens ihr Lieblingskapitel. Niemand hat euch gefragt, T-Veteraner. Ich konnte das letzte Buch, das ihr mir geliehen habt, einfach nicht zu Ende lesen. Ich hatte schon nach den ersten Seiten das Gefühl zu verdummen. Es ist Literatur. Schlüpfrige Literatur. Was ihr auch tut, erzählt auf keinen Fall Varric etwas davon. Und warum nicht? Ich denke, Varric würde sich über eine weitere Bewunderin freuen. Freuen? Ja, so könnte man es auch ausdrücken. Die Bücher sind schrecklich und überwältigend. Und das hier hat ein offenes Ende. Ich weiß, dass Varric schon am nächsten Kapitel arbeitet. Er muss es einfach. Ihr könntet ihn bitten, es fertig zu schreiben. Ihr könntet ihm befehlen, es... Tut einfach so, als wäre das hier nie geschehen. Ich
Ach, ich mag diese Stelle einfach. Natürlich werden wir jetzt einfach nicht mit Verrick darüber reden. Natürlich nicht. Was kann ich für euch tun? Cassandra wartet auf den nächsten Band von Schwerter und Schilde. Ich muss was an den Ohren haben. Das klang gerade, als hättet ihr gesagt, Cassandra würde meine Bücher lesen. Sie schätzt eure Werke tatsächlich sehr. Reden wir von derselben Cassandra? Dieser großen, verdrießlichen Sucherin, die gerne Leute absticht. Wartet, ihr meint diese Schmonzetten? Da kann sie lange warten. Ich habe nicht vor, den nächsten Teil fertig zu schreiben. Das sind die schlechtesten Romane, die ich je verfasst habe. Der letzte Band hat sich gerade mal so gut verkauft, dass ich die Tinte bezahlen konnte. Tja, Cassandra scheint die Reihe zu gefallen. Und ich dachte, ein Loch im Himmel wäre das Verrückteste, was passieren kann. Ihr wollt also, dass ich den neuesten Band meiner schlechtesten Romanreihe fertig schreibe? Für Cassandra. Die Idee ist so schlecht, dass ich es beinahe tun muss. Unter einer Bedingung. Ich will dabei sein, wenn ihr ihr das Buch überreicht. Pff, ja, wegen mir. Das könnte lustig werden. Das lässt sich einrichten. Dann mache ich mich gleich an die Arbeit. Wisst ihr, der Umstand, dass das Buch lausig ist, macht es irgendwie interessanter. Ja, oh Mann, ey. Ach, Schadensfreude, Alter, ich finde das so geil. Und gehässig, Alter, das ist so immer so das Beste, was man haben kann. Was habt ihr jetzt wieder angestellt? Schon verstanden, Sucherin. Ihr seid immer noch wütend wegen unserer Auseinandersetzung. Ich bin kein Kind, Verrick. Tu nicht so, als hätte ich keinen Grund dafür. Hier ist mein Friedensangebot. Das nächste Kapitel von Schwerter und Schilde. Ich habe gehört, ihr seid eine Bewunderin. Das ist euer Werk. Oh ja. Denkt ihr wirklich, ich würde mir das hier entgehen lassen? Nun, wenn ihr kein Interesse daran habt, habt ihr eben kein Interesse. Es muss ohnehin noch ein wenig überarbeitet werden. Wartet! Ihr fragt euch vielleicht, was dem Hauptmann nach dem letzten Kapitel zugestoßen ist. Ihr sollte überhaupt nicht zustoßen. Die Anschuldigungen gegen sie waren haltlos. Nun, es stellt sich heraus, dass der Gardist... Nein, sagt es mir nicht! Das ist der Moment, in dem ihr dem Inquisitor dankt. Immerhin lasse ich normalerweise niemanden schon vorab etwas lesen. Danke euch. Allein diese Reaktion, das war es mir absolut wert. Verrick ist derjenige, bei dem ihr euch bedanken solltet. Ich bin nur ein demütiger Diener meiner treuen Leserschaft. Ich frage mich, ob ich vielleicht Zeit habe, schon mal den ersten Teil zu lesen. Vergesst nicht, all euren Freunden davon zu erzählen, falls ihr welche habt. Das war es wirklich wert. Oh ja, Verrick, das war's. Absolut. Plant ihr Strategien? Ich versuche mir vorzustellen, wie es einmal aussehen wird. Das alles gehörte einst zum Reich von Teewinter. Andraste hat das geändert, ebenso wie die Verderbnisse. Doch was als nächstes kommt? Wer weiß schon, wie der Plan des Erbauers aussieht. Wir machen die Welt zu einem besseren Ort. Weil sich ja auch alle einig sind, was besser bedeutet. Natürlich. Ich weiß, dass ich eine Welt will, in der die Leute auf die Kirche vertrauen und in der dieses Vertrauen gerechtfertigt ist. Ich will Respekt vor Traditionen, aber keine Angst vor Veränderungen. Ich will, dass vergangenes Unrecht wieder gut gemacht, aber nicht gerecht wird. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, ob irgendetwas davon richtig ist, nur weil ich es will. Hm. Selbst wenn diese Ziele nicht richtig sind, so sind sie doch zweifelsohne bewundernswert. Nicht alle würden dem zustimmen. Einige würden es Ketzerei nennen. Für mich klang es nicht wie die Hetzreden einer Ketzerin, Cassandra. Das mag sein.
Aber es kostet nur wenig Mühe, selbst einen Akt des Mitgefühls als schändliche Tat auszulegen. Verratet mir etwas. Wovon lasst ihr euch leiten? Ihr trefft Entscheidungen, die die Welt verändern. Und doch scheint ihr euch immer so sicher zu sein. Ich wünschte, ich hätte euer Selbstvertrauen. Das klingt beinahe so, als würdet ihr mich bewundern. Das tue ich auch. Mag sein, dass ich nicht jede eurer Entscheidungen gutheiße, aber wie viele könnten das tun, was ihr getan habt? Ihr wart eine Gefangene, angeklagt und geschmäht. Und doch seid ihr aus jeglichen Prüfungen siegreich hervorgegangen. Die Gunst des Erbauers macht euch nicht unsterblich. Ob ihr lebt oder sterbt, hängt von euch selbst ab. Das verdient Bewunderung. Ich bin mir meiner Entscheidung nicht immer so sicher. Ich treffe sie meist aus dem Bauch heraus. Das wird eure Anhänger bestimmt beruhigen. Was soll ich sagen? Bisher hat es funktioniert. Denkt doch nur, genau wie bei Andraste vor so langer Zeit, entscheidet nun erneut eine Frau über das Schicksal von Thedas. Es erfüllt mich mit Stolz, euch zu kennen. Ich hoffe, wir können einander als Freundinnen bezeichnen. Das hoffe ich auch. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns, Inquisitor. Und wo immer er uns auch hinführen mag, ich bin froh, dass ihr hier seid. Oh Mann, was für Schleimer. So, hast du jetzt noch was für uns? Mir ist bewusst geworden, dass ich im Grunde nicht sonderlich viel über euch weiß. Was wollt ihr wissen? Ich bin mir nicht sicher. Woher kommt ihr? Von keinem bestimmten Ort. Meine Söldnertruppe war allerdings hauptsächlich in den freien Marschen tätig. Zumindest so lange, bis ihr das Wache Meer überquert habt, um zum Konklave zu kommen, nehme ich an. Darf ich fragen, ob ihr die freien Marschen als euer Zuhause betrachtet? Zieht es euch wieder dorthin zurück? Ich fühle mich immer da zu Hause, wo ich gerade bin. Ja, nachdem ich jahrelang für die Göttliche gearbeitet habe, geht es mir inzwischen genauso. Ich wollte mit euch über die Heilung der Besänftigten sprechen. Es ist keine Heilung. Nicht wirklich. Magier, die einst Besänftigte waren, verlieren jegliche Kontrolle über ihre Gefühle. Sie werden unvernünftig und sind nicht fähig, sich zu konzentrieren. Es mag sein, dass dieser Zustand nur vorübergehend ist und man ihnen helfen kann, aber es wird Zeit brauchen, das zu erforschen. Aber ihr werdet der Sache nachgehen? Das habe ich vor, ja. Ich möchte nur ungern, dass sich Gerüchte über eine Heilung verbreiten, bevor wir nicht sicher sind, dass wir diesen Leuten auch helfen können. Sobald das jedoch gewährleistet ist, werde ich die Neuigkeiten persönlich verkünden. Nun gut. Das wäre vorerst alles. Dann bis zum nächsten Mal. Gut, dann hätten wir das auch schon mal hinter uns gebracht. So. Welche Berichte lagen denn jetzt alle schon vor? Ich glaube, wir können auch mit Kohl schon das mit dem Amulett machen. Ja, das ist fertig. In wessen Dienst auch immer? Fluchtweg für Spione in Kammwald. Ach hier. In wessen Dienst auch immer? Inquisitor. Ihr scheint euch im Winterpalast gut amüsiert zu haben, Liliana. Oder war das nur Teil des Spiels? Vielleicht war es ja beides. Inquisitor. So. Hätten wir schon wieder alle beschäftigt und jetzt können wir zu Kohl mal zurückkehren. Wir haben jetzt schließlich das Amulett.
Aber wirklich, das ist ja ein reines Türen... ein reines Türen-Business, ey. Verkehrt Richtung. Inquisitor? Ja, das bin ich. Na, suchen wir Cole mal. Was macht ihr gerade? Ich lausche. Überanstrengte Augen, das Scheppern der Rüstungen dröhnt in meinen Ohren. Mein Rücken schmerzt, meine Finger sind zu ungeschickt für einen Knoten. Kühler Wind wie an Tante Eloises Teich. Verbrühte Lippen, als ich nippe. Wärme blüht in mir auf. Der erste Kuss in der Scheune. Wie war noch sein Name? Zinn klappert, als das Blut fließt. Pierres verhüllter Körper auf dem Wagen, der zur Kirche rollt. Noch 5 Minuten. Es ist meine Schuld. Könnt ihr die Gedanken aller anderen auch so hören wie ihre? Nein. Sie müssen mich brauchen. Leid, Angst, Trauer, Schuld, Zorn, Schmerz. Dinge, die ich beheben kann. Könnt ihr etwas für sie tun? Ja. Schon gut. Nichts, was ihr getan habt, war von Bedeutung. Was? Wer seid ihr? Sie liegen da und manchmal sterben sie, so wie Pierre. Ihr könnt sie nicht retten. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wer ihr seid. Moment. Das hat nicht funktioniert. Lasst es mich erneut versuchen. In einer Minute werdet ihr mich vergessen. Ihr könnt sie nicht alle retten. Wie bitte? Wie Pierre, der krank wurde, nachdem ihr euch zu Tante Eloises Teich geschlichen hattet. Ihr wollt, dass es eure Schuld war, damit es einen Grund gibt und nicht so beängstigend ist. Aber es gibt keinen Grund. Pierre ist einfach krank geworden. Der Soldat hätte niemals überleben können. Es war nicht eure Schuld. Besser. Sie macht sich jetzt keine Selbstvorwürfe mehr? Nicht mehr so viele. Sie hüpften in ihr herum und wurden zu einem Knäuel aus Schuld. Jetzt ist es gelöst. Sie kann es entwirren. Gut gemacht. Danke, dass ich ihr helfen durfte. Es war nicht das, was eine Person getan hätte. Aber ich konnte helfen. Das ist alles, was zählt. Da hat er auch wieder recht. Mit welchen Mitteln ist ja scheißegal. Nur man weiß ja, der Zweck heiligt immer die Mittel. Ja, können wir mal mit Blackwall reden? Wo ist er denn hin? Ein Freund hat mir Adamant einmal beschrieben. Adamant ist und wird immer der Orden sein, sagte er. Ein Wächter am Abgrund, die einsame Seele, die in Vergessenheit starrt, ohne zu wanken. Dieser Wächter wollte Kommandantin Clarell sein. Wie wir alle. Es heißt, ihre Wächter hätten nie gewankt und wären bereitwillig für sie in den Tod gegangen. Sie starben für uns. Und Korypheus hat ihr Opfer missbraucht und zu seinem eigenen gemacht.
Wir haben ihn aufgehalten und die meisten Wächter gerettet. Aber nicht alle von ihnen. Sie starben mit dem Gedanken, etwas Gutes zu tun. Daran ist allein Korypheus schuld. Selbst Clarells Absichten waren aufrichtig. Ihr Wunsch zu beschützen leitete sie in die Irre. Das ist nicht richtig. Gutes vollbringen zu wollen und dann dafür bestraft zu werden. Überlegt nicht, was schiefgegangen ist. Denkt an ihre Absichten, an ihr Opfer. Würdigt ihre Selbstlosigkeit. Clarell hat Fehler gemacht, aber sie war eine großartige Frau und ist auch als solche gestorben. Es geht nicht um Rüstungen oder Insignien, auch nicht um den Beitritt. Letztlich ist ein Wächter ein Versprechen. Ein Versprechen, andere zu beschützen, wenn nötig mit dem Leben. Oh ja. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.